ist das? Mein Sohn. Süßer Junge, mussten Sie ihn zurück. Er ist tot. Der Nick hat ihn umgebracht. Und seine Mutter. Tut mir leid. Schon gut. Sollte es nicht. Wir sind keine Freunde. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Strengen Sie sich demnächst an. Corma, ist Isaac schon wach? Ja. Gut, wir sind fast da. Schwingen Sie Ihre Hintern auf die Brücke. Sie haben ihn gehört. Jo, wir sind auf einem Schiff, auf der USM Eudora, wie es ausschaut. Und wir sollen den Captain auf der Brücke treffen. Kapitel 2, ganz allein. Aber ich bin noch nicht ganz allein. Hier ist doch, wie heißt der Junge? Wahrscheinlich ist das derjenige, mit dem wir Multiplayer spielen, wenn wir Multiplayer spielen. Kurz mal nachladen. Das habe ich nämlich in der Eile eben vergessen, während ich, ständig ist das Inventar voll. Was haben wir denn da wieder alles für einen Müll drin? Gucken, ob wir was wegwerfen können. Boah, wir haben so viele von diesen Medipacks. Werfen wir davon mal eins weg. Können wir uns hier Munition noch mitnehmen? So, Munition ist immer wichtiger als diese Miniatur... Als diese Miniatursachen da. Noch mehr Munition. Munition ohne Ende. Das ist das... Oh, eine Nachricht. Wiedergabe aufgezeichneter Nachricht. Hey, ich bin gerade auf Patrouille. Fass dich kurz, ja? Er hat heute Geburtstag. Oh, Scheiße. Ist das Dad? Danke für das Geschenk, Dad. Wann kommst du heim? Bald schon. Okay. Hab dich lieb, Dad. Wer will Soldat spielen? Du schenkst ihm Soldaten. John, du bist sein Vorbild. Dann treib ihm diese Flausen besser aus, verstanden? Das würde ich auch sagen. Ich muss jetzt los. Liebe dich. Jupp, Küsschen. Und Tür auf. Okay, Leute, alle mal zuhören. Vor 13 Tagen haben Agent Eddie Langford und ihr Team einen blinden Vorstoß auf einen unbekannten Planeten gewagt, der ihrer Meinung nach das Geheimnis birgt, wie man diese Marder-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Ein bisschen Altmetall haben wir gefunden, das können wir im Shop verkaufen, wenn wir denn einen finden irgendwann. Um uns dann lustige Ausrüstungsgegenstände. Alles ist hier verriegelt. Ich komme mir hier vor wie im Knast. Die Tür ist auch zu. Ja, die ist auch zu. Und schön, dass im ganzen Dead Space-Universum die gleichen Soundeffekte für Türen und alles Mögliche verwendet werden. Deck. Was? Na super. Sagt mir überhaupt nichts. Also, hier ist eine Tür. Oder ich kann den Gang runtergehen. Laufen wir mal den Gang entlang. Wir befinden uns scheinbar gerade, wie man hier so schön sieht, in einem, wir fliegen womit über Überlichtgeschwindigkeit. FTL, wie man so schön sagt. Was übrigens auch ein lustiges Spiel ist, was ich mal gespielt habe. Hier gibt's wieder schöne Sachen zum Mitnehmen. Was war das jetzt? Ich habe ein Artefakt gefunden. Was sind denn Artefakte? Aha, Clark macht es uns nicht einfach, ihn zu finden, und ich kann es ihm nicht mal verdenken. Seit er von der Titan Station geflüchtet ist, läuft er mit diesen Markergeheimnissen in seinem Kopf vor Earthgarf davon. Hätte Ellie uns nicht geholfen, hätten wir nicht gewusst, wo wir nach ihm suchen sollen. Wir haben heute Morgen Kurs auf die Luna-Kolonie New Horizons gesetzt. Jetzt müssen wir ihn nur noch vor Danik finden. Ich hoffe für ihn, dass er es wert ist. Natürlich, weil wir es uns wert sind, pflegen wir uns mit weiblichen Körperpflegeprodukten. Ich wollte gerade sagen, nein, FTL habe ich gespielt. Da fliege ich quasi so ein Raumschiff, wie das hier. Können wir da eigentlich drauf tragen? Nö, scheinbar nicht. Es gibt auch Gepäck, was wir nicht klauen können. Sekunden bis zum Ziel. Standby bis zum D-Shop. Okay, Leute, wir fliegen blind rein. Bleiben Sie strikt auf Ausgangsvektor. Rosen, der Countdown. Austrittsbarke gesichert. D-Shock in 5, 4, 3, 2, 1.
Mond. Dann ist er die Reste davon. Rosen, ich seh's! Himmel, das ist der reinste Schrottplatz. Wohl eher ein Friedhof. Irgendeine Spur von Ellies Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte Ellie sein. Hoffen wir es. Okay, Rosen, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter, sind das Barken? Moment. Nein. Mina! Rosen, bringen Sie uns hier raus! Kollisionswarnung! Am Hauptdeck vorbereiten! Geht nicht! Nehmen Sie die Verkleidung und stoppen Sie die Tür damit! Seit wann geben Sie hier Befehle? Seitdem niemand anders hier einen Plan hat. Ich erkläre es unterwegs. Komm! Wo finde ich einen EVA-Anzug? Komm! Da runter! Ja, dann holen wir uns doch endlich... Gravitation online. Alter, Leute! Verdammt nochmal! Lauf schon, Junge! Jo, da dachte ich, ich kann mal gemütlich zu einem Anzug latschen und was ist? Das halbe Schiff fliegt in die Luft. Wie so ein paar Minen. Ohne Helm wird das nichts. So. Der Raum ist verschlossen. Und jetzt? Ich werde versuchen, ihn von hier aus loszulösen. Wo müssen wir hin? War das C? V? B? B war's. Da müssen wir hin. Okay. Ich kann den Raum sehen. Rosen, Locke, halten Sie sich fest. Sobald ich die Halterungen gelöst habe, werden wir von der Eudora weggesprengt. Alle suchen sich was zum Festhalten. Wie soll ich denn die Halterung hier lösen, Leute? Muss ich da, ja, hier muss ich hin. Super, aber, Mein Sauerstoff geht mir langsam aus, wenn ich nicht gleich peile, wie ich hier, was ich hier, und so, Na super, ich glaube, das muss ich gleich nochmal spielen, weil ich irgendwie nicht checke, wie ich Stase. Super. Ja, toll, da muss ich hin. Aber was mache ich denn da? Kann mir das vielleicht mal jemand sagen? Alter, ich check hier gerade gar nichts, Leute. Wie wär's mal mit einer lustigen Hilfe oder Info auf dem Display? Welche Taste ich drücken muss? F. So geht das. Aktivieren. Oh, Scheiße!
nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann Sie fast erreichen. Oh, ich kann schon wieder mich bewegen hier. Minen. Weh, ouch. Ich glaube, das war daneben. Ich hätte da wohl durchfliegen sollen. Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann Sie fast erreichen. Oh, Minen, Minen. Ja, schön. Das sehe ich, Junge, dass da Minen sind. So, oh, schön ausweichen. Jetzt muss ich da genau da durchfliegen. Einmal durch dieses Schiff. Wo sind Sie? Ich komme. Halten Sie durch. Kurz mal nachladen. Boah, in den anderen beiden... Wow, in den anderen beiden Teilen war das nicht so heftig. Da war das auch eher eine recht langsame Sequenz. Also diese Sequenz, wo man irgendwo... Alter, das sind ja echt Haufen Minen. Ich kann nicht drum rumsteuern. Dann brechen Sie eben durch. Oh nein. Oh nein. Ah. Fuck. Jungs? Also nochmal. Man sollte vielleicht auch mal... Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann Sie fast erreichen. Oh, Minen. Ups, das war wohl irgendwie nicht wirklich so beabsichtigt. Ich bin doch ebenso super durchgekommen. Warum sterbe ich denn jetzt ständig? Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann sie fast erreichen. Oh, Minen! Minen! Ja, nach oben. Oh, oh, oh. Isaac, wo sind Sie? Ich komme. Halten Sie durch. Kurz mal nachladen. Wow, Trümmerteile. Minen. Nein. Wow. Hey, Vorsicht, Vorsicht! Ich kann nicht drum rumsteuern. Dann brechen Sie eben durch. Oh nein, oh nein! Ah! Ich hab's! Ich hab's! Bringen Sie es unter Kontrolle. Ich bin auf vollem Schub. Es wird langsamer. Okay. Okay. Das war's. Himmel, das machen wir lieber nicht nochmal. Schaffen Sie es zum Frachtdock? Ja, glauben Sie, es ist Luft an Bord? Alles SOS kommt irgendwo von hin. Ich hoffe es also. Dann fliegen wir da mal hin. Ziel hinzugefügt. Gefangene Crewmitglieder in Sicherheit bringen. Zeige beim Eintritt in ein Vakuum den Sauerstoff. Ah ja, klar. Das habe ich schon irgendwie von den ersten Teilen. Offenbar ist hier kompletter Stromausfall. Die Frachtluken können wir so nicht aktivieren. Ich glaube, da ist ein manueller Hebel an der anderen Tür. Sehen Sie? Ja. Mal sehen, ob ich reinkomme. So. Einmal auf den Boden und... Okay. Telekinese. Und dann im... Hallo? Okay, so geht's. Auch wenn ich gerade nicht weiß, was okay. Ich gemacht habe. Hier ist Luft und Staub. Irgendeine Spur von Ellie? Nein. Sieht aus, als wäre ich seit langem der Erste hier. Ich versuche, die Frachtluken zu öffnen. Augenblick.